Moin Leute, das ist Alex, ich bin's Steven. Und das sind die Was geht ab Flash News. Die CDU und die SPD wollen die Situation von Asylbewerbern in Deutschland verbessern. So lautet ein wichtiges Ziel der Koalitionsarbeitsgruppe für Integration und Migration, die sich jetzt für eine deutliche Verkürzung des Asylverfahrens ausgesprochen hat. Bislang dauerte es im Schnitt 9 Monate, bis ein solches Verfahren entschieden ist. Diese Zeit soll auf 3 Monate reduziert werden. Asylbewerber sollen außerdem schneller arbeiten dürfen und ihre Arbeitserlaubnis bereits nach 6 statt 9 Monaten erhalten. Auch die sogenannte Residenzpflicht soll gelockert werden und ihnen zumindest erlauben, im jeweiligen Bundesland zu reisen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt laut der CDU-Staatsministerin Maria Böhmer in der Förderung von Migranten im öffentlichen Dienst. Durch die verstärkte Auswahl von jungen Migranten als Azubis soll deren Anteil an Beschäftigten erhöht werden. Die kanadische Polizei hat am Donnerstag in Toronto einen internationalen Kinderpornoring ausgehoben. Insgesamt wurden mehr als 300 Personen festgenommen, die Fotos und Filme von Kindern ins Netz gestellt und verkauft hatten. Der Kopf der Bande war schon 2011 festgenommen worden. Auf seinen Rechnern wurden fast 45 Terabyte an Bildmaterial sichergestellt, das teilweise schreckliche Missbrauchsszenen zeigte. Mit Hilfe der Daten konnten nun viele seiner Kunden identifiziert werden. Bei der Polizeiaktion wurden 386 Kinder gerettet, unter ihnen auch einige Jungen aus Deutschland. Dass die Gesundheitsreform Obamacare einen schwierigen Start haben würde, war ja schon erwartet worden. Jetzt ist es aber amtlich. Nur 27.000 Amerikaner haben sich auf der Website der Regierung für eine Krankenversicherung angemeldet. Rechnet man die anderen Websites der einzelnen Bundesstaaten hinzu, sind es trotzdem insgesamt nur 100.000 Anmeldungen. Grund für die niedrigen Zahlen sind technische Probleme der Websites, die unter anderem mit abstürzenden Servern zu kämpfen hatten. Daraufhin konnten sich viele Menschen nicht einmal registrieren und die erwarteten Zahlen von 500.000 Anmeldungen wurden weit verfehlt. Präsident Obama hat nun angekündigt, die Probleme beheben zu wollen und hat sich für die Komplikationen entschuldigt. Die Pannen waren ein herber Rückschlag für Obamas ohnehin schon umstrittene Versicherungsreform. Ein Gericht in New York hat Google jetzt erlaubt, Millionen von Büchern zu digitalisieren. Der Dienst Google Books darf Bücher jetzt nicht nur einscannen, sondern auch durchsuchbar machen. In den letzten 9 Jahren wurden bereits über 20 Millionen Werke eingescannt. Die Autorenvereinigung in den USA hat in dieser Digitalisierung eine Verletzung des Copyrights gesehen und Klage eingereicht. Der verantwortliche Richter sieht in Google Books jedoch erhebliche Vorteile für die Allgemeinheit und hat das Urteil nun zugunsten des Internetriesen gefällt. Durch die Möglichkeit zur einfacheren Durchsuchung der Bücher entstehen auch für Schriftsteller und Verleger neue Verdienstquellen, sagte der Richter. Autofahrer, die Alkohol und Cannabis konsumieren, können in Zukunft ihren Führerschein verlieren, auch wenn sie nüchtern unterwegs sind. Das wurde kürzlich vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschlossen. Dort wurde der Fall eines Mannes verhandelt, der in einer Routinekontrolle angegeben hatte, alle paar Tage ein Bier zu trinken und einmal im Monat einen Joint zu rauchen. Die Behörde wertete das gleich als Mischkonsum und ordnete den Führerscheinentzug an. Obwohl der Gelegenheitskiffer nie im Straßenverkehr auffällig wurde, darf er nun nicht mehr Auto fahren. Laut der Verordnung führt nämlich der generelle Mischkonsum dazu, dass der Mensch früher oder später auch im berauschten Zustand in das Fahrzeug steigt. Das ist aber medizinisch nicht belegt, weswegen die Mischkonsumvorschrift dementsprechend geändert werden müsste, um den Führerscheinverlust zu verhindern. Was haltet ihr von einem schnelleren Asylverfahren? Würdet ihr es gut finden, wenn Google Books durchsuchbar wird? Und sollte man trinkenden Kiffern einfach mal vorsichtshalber den Führerschein entziehen? Eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr gut findet, was wir hier so machen, dann wenn ihr wollt, dass eure Freunde auch mal so einen geilen Scheiß sehen, dann teilt das Video doch mit ihnen. Da drüben gibt es übrigens 2 weitere. Hier könnt ihr abonnieren. Da geht's zu Texcalibur für Nerd Stuff, Gaming und Filme. Und ganz unten in der Videobeschreibung findet ihr unsere Social Media Links. Facebook, Twitter, Instagram. Ja. Geht raus, komm.